Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um mein Bullet Journal. Ich möchte mir ja ein Bullet Journal anlegen, damit ich mich einfach mal ein bisschen entschleuder und alles in einem Buch habe und nicht 30.000 Listen, Post-its, Notizbücher, Zettel und weiß der Geier was. Und dafür habe ich mir jetzt hier diesen Leuchtturm gekauft. Den Link setze ich euch einfach mal in die Infobox, das ist am einfachsten. Der Leuchtturm, was eben ein Bullet Journal haben sollte, hat schon ein Inhaltsverzeichnis drin. Ihr könnt aber auch ein anderes Notizbuch nehmen. Müsst euch dann eben selbst ein Inhaltsverzeichnis machen. Dann, was ich bei dem sehr cool finde, ist, dass er eine gepunktete Seite hat. Also die sind alle gepunktet. Und wenn man jetzt zum Beispiel da ein bisschen doodelt, also reinmalt oder so, dann stören eben diese Kästchen oder Linien nicht so sehr. Und es ist auch schon nummeriert, was eben auch sehr wichtig ist bei einem Bullet Journal. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch einen Stift, je nachdem, was ihr gerne wollt. Und ein Lineal bzw. ein Geodreieck. Wenn ihr zu Symbolen arbeitet, möchte ich natürlich auch gerne meine Symbole hier einmal festhalten in meinem Buch, damit ich mich am Anfang wirklich dran gewöhnen kann. Und dafür werde ich mir jetzt aber ein schönes buntes Stück Pappe oder so holen und mir das hier ins Buch vorne reinkleben. Finde ich dann nämlich ein bisschen schöner noch, als wenn ich es direkt auf die erste Seite machen müsste. Wir kümmern uns heute nur um einmal diese Schlüsselkarte für meine verschiedenen Keys und um unseren Jahresplan. Ich habe mir jetzt hier so ein Dekopapier geholt, werde mir jetzt einfach hier oben einmal Keys hinschreiben oder Key, je nachdem. Und dann jetzt eben anfangen, mir die verschiedenen Symbole zu machen. Es gibt, wenn ich richtig bin, sogar 4 oder 5 fertige, also die der Herr Ryder Carroll erfunden hat. Ich habe jetzt aber so ein bisschen in Pinterest gestalkt und Instagram habe mir dann so ein paar Symbole rausgesucht, die ich ganz gut finde. Und das Gute ist, ich kann einfach immer wieder welche nachfügen, wenn mir dann doch nochmal eins einfällt. Als erstes mache ich jetzt einfach ein Kästchen für Aufgaben und dann machen wir einfach so weiter. Jetzt meine Schlüsselseite aus, die werde ich mir jetzt mit Washi-Tape in den Leuchtturm kleben, damit ich die einfach, wenn ich keine Lust mehr auf die Seite habe oder ich einfach neue Keys habe oder die welche bei sind, die sich für mich einfach nicht lohnen, dann kann ich den Zettel einfach austauschen, ohne dass ich irgendwie eine Seite drin habe, die mir vielleicht nicht so gefällt oder wo dann so viel rumgeschmiert wird. Den kleben wir jetzt einfach erstmal ein. So, Schlüsselseite fertig. Nun kümmern wir uns um die Jahresübersicht. Ich habe mich gerade doch dagegen entschieden, das auf die erste Seite zu machen. Die werde ich einfach freilassen und vielleicht mal eine Karte einkleben oder was draufschreiben. Ich werde jetzt hier diese Seiten dafür nutzen. Kommt dann hier September, Oktober und November, Dezember für die Jahresübersicht eben nochmal hin, die eben auch ein Baustein, ein Bestandteil des Bullet Journal natürlich ist. Auch da könnt ihr natürlich eure Kreativität freien Lauf lassen. Das Schöne an dem Bullet Journal ist, es muss nichts, man kann aber alles. Also es ist wirklich völlig egal, wie ihr das so macht und ob ihr euch wirklich an diese Vorgaben haltet mit diesen Keys oder mit den verschiedenen Log-Seiten, Daily Log oder Future Log. Das ist alles völlig egal. So wie euch das eben gefällt, könnt ihr das eben machen. Und wir kümmern uns jetzt um die Jahresübersicht. Ein Tipp habe ich noch für euch. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eure Stifte durchbluten, dann macht euch einfach am besten die letzte Seite als Stiftprobeseite. Also einfach so eine Stifttestseite. Könnt ihr natürlich auch vorne dann das Index dann schreiben. Und ja, da könnt ihr dann einfach mal die Stifte probieren, die ihr so habt. Oder wenn ihr mal im Schreibwarenladen seid, nehmt ihr das mit. Und könnt einfach mal draufmalen, um zu gucken, ob der eben sehr durchblutet oder ob ihr den vielleicht gar nicht seht auf der Rückseite, was natürlich am besten wäre.
meine erste Seite aus. Ihr habt es jetzt ja gerade alles im Schnelldurchlauf sehen können. Und ja, ich finde es sehr schön. Ich mag es sehr, finde es sehr übersichtlich. Hier unten habe ich mir nochmal so einen Farbenschlüssel aufgeschrieben, was ich eigentlich sehr hilfreich finde, wenn man eben für die Zukunft plant. Da kann man gleich sehen, so, oh, da ist die Farbe. Da habe ich schon was. Und jetzt kommt nochmal November und Dezember. Ich zeige euch am Ende des Videos einmal, wie das komplett alles aussieht. So, mein Future Lock ist fertig und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wird vielleicht noch ein bisschen bunter gestaltet. Ich mag das ja sehr gerne bunt. Aber so im Groben und Ganzen bin ich echt zufrieden. Es gefällt mir richtig gut. Und ich finde, die Übersicht langt auch für mich, weil ich nicht so viel in Zukunft planen muss. Und ich kann es ja immer noch, wenn das wirklich nicht reichen sollte, für nächstes Jahr besser machen oder anders machen. Und im nächsten Video werde ich euch dann mal meine bis dahin gemachten Seiten zeigen. Ich wollte jetzt immer einmal die Woche ein Video zu meinem Bullet Journal machen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim selber basteln auch und auch bei eurem Kalender. Wenn ihr einen habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so nutzt. Vielleicht habt ihr so ein oder andere Idee noch für mich, wenn ihr auch einen Bullet Journal benutzt. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, nee, ich bin lieber Filofax oder KKK, auch das natürlich gerne in die Kommentare. Und dann freue ich mich aufs nächste Video mit euch. Tschüss, ihr Lieben!